Moin Moin, herzlich willkommen zurück auf der Marsch, auf dem Hof NF Marsch Eckers. Wie ihr seht, ich bin hier gerade am Finale ernten und Feld 2. Ernten lasse ich mit Crossplay, abfahren mit Autodrive per LKW. Der fehlt mir das dann gleich die Mehlproduktion. Des Weiteren bin ich auf Feld 66 noch mit zwei Gras Lexion bei Raps zu ernten. Und auf Feld 65 bin ich bei zum Kalkstreuen. Dann muss ich mal sehen, ob ich noch den vierten Drescher raushole. Ich glaube eher nicht. Werden wir einfach das Ganze jetzt mal beobachten. Vielleicht werde ich zwischendurch noch mal ein paar Produkte verkaufen, da die Produktionen auch alle voll sind. Und ich glaube, wenn ich mir das da so angucke, das mit dem Abfahrer, das geht gleich bestimmt in die Hose. Der fährt sich doch nicht. Fährt sich doch nicht an der Brücke fest. Ich dachte, der fährt sich an der Brücke fest. Jetzt fährt er natürlich gleich erstmal halbwegs in den Graben, aber jetzt fährt der Drescher natürlich weiter, weil er Teil abgeladen hat. Nee, ich werde doch nicht mehr durchgehen. Hätte ich jetzt fast am Grill, dass er wieder fahren würde. Und das dürfte nicht funktionieren, der Abfahrer steht zu weit weg. Nehme ich mal kurz beim Drescher den Crossplay-Helfer raus, fahre ihn selber ran. Das ist in dem Sinne ja der Nachteil an der Marsch mit Gräben, dass die LKWs teilweise, so wie jetzt bei mir, dass er halt ein bisschen schräg steht, dadurch zu weit weg. Aber wer Schleswig-Holstein noch ein bisschen kennt, der weiß halt, dass die Gräben halt mal zur Marsch gehören. Da sind die Gräben normal. Ich finde es einfach für die Gräben einfach realistischer. Für mich würde das Spiel auf dem Marsch ohne Gräben gar nicht erst in Frage kommen. Damit das einfach auch zu einfach wäre. Hier ist auch schon wieder irgendwie Stillstand. Ah, der Abfahrer ist aber auf dem Weg. Wollen wir richtig, ja. Der wurde ja gerade eben erst leer gemacht. Das dauert noch ein bisschen, bis der wieder voll ist. Entschuldigung.
jetzt halt mal überlegen, was man dann jetzt als nächstes auf diese beiden Flächen macht. Ich denke mal auf der Feld 65 werde ich nochmal schnell Soja anpflanzen, um wieder was für die Soja-Produktion zu haben. Und hier denke ich mal, werde ich entweder Weizen oder Gerste, um halt auch wieder was für die Brauerei zu haben. Das müsste der digitale Drescher sein, denke ich mal. Genau, der ist es. Mal gucken, was mein Kalkstreuer macht. Ja, und falls ihr euch wundern solltet, wieso ich mit einem Mischstreuer Kalk ausbringen kann, das ist ein Mod, nennt sich Lime Extension, glaube ich zu finden auf Forbidden Mods. Ist eigentlich so gar nicht ganz verkehrt. Man hat den Düngerstreuer dann laufend frei zum Düngerstreuen. Und man spart sich quasi ja, entweder einen zweiten Düngerstreuer oder kleinere Kurse für den Kalkstreuer. Ich finde das so mit dem Bestreuer eigentlich ganz gut. Funktioniert auch ganz gut. Und mal gucken zu dem anderen. Der wird gerade leer gemacht. Das sieht auch gut aus. Der fährt auch gerade zum Leermachen. Ah, das ist der älteste. Ah, nochmal kurz in den Einstellungen was gucken. 05. Gucken wir mal mit 025. Vielleicht bleibt er dann gleich da stehen. Kann auch sein, dass es jetzt schon zu Weg ist. Das muss ich dann gleich mal gucken. Ich kann mal gucken, eigentlich habe ich da eingestellt, dass er jetzt im Feld parken soll. Vielleicht tut er es jetzt ja auch. Eben war das ja nicht, da habe ich ja nicht eingestellt.
er scheint ja stehen zu bleiben. Achso, was ich noch vergessen habe, ich habe den Fischer noch gar nicht wieder eingestellt. Den werde ich dann jetzt noch mal einstellen, dass der weiterhin noch Vollgas produziert. Was macht denn eigentlich mein Mischfutterfahrer? Ach, ich habe kein Mischfutter mehr. Das ist natürlich blöd. Aber naja, er ist fast voll geworden. Gehe ich da jetzt mal in die Einstellung. Stelle ihn mal anders ein, dass er jetzt abfährt. Und abfahren. Heu ist da nichts mehr drin, das hatte ich noch gesehen. Aber ich glaube, oh ne, das andere sieht noch alles gut aus. Dann werde ich da gleich nochmal, wenn der dann wieder angekommen ist, werde ich da dann gleich nochmal ein bisschen Heu hinbringen. Ich meine, die Heutrocknung ist voll. Da hinten ist das Display. Ja, die Heutrocknung ist voll, also werde ich dann gleich, wenn der zurück ist, werde ich dann nochmal Heu in die Mischfutterfabrik fahren. Der hat irgendwie noch gar nichts hingebracht. Das ist ja auch nicht gut. Mal zur BGA gucken, was mein Silo da oben macht. Das dauert noch. Ja, aber das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein. Bis dann, macht's gut.